Massimiliano Allegri, Joachim Löw, Antonio Conte, Jorge Jesus, Guti, Maurizio Pochettino und ja auch Jürgen Klopp. Die Liste der als mögliche Nachfolger von Zinedine Zidane bei Real Madrid gehandelten Trainer wird von Tag zu Tag länger. Das Problem für die Königlichen, fast genauso schnell wächst die Liste der Absagen, die der Champions-League-Sieger kassiert. Allegri will laut Gazzetta dello Sport seine erfolgreiche Arbeit bei Juventus auch in der kommenden Saison fortsetzen, der Verein den Vertrag mit seinem Trainer vorzeitig verlängern. Löw verlängert beim DFB und denkt nicht an Real Löw. Stellte im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft vor der WM in Russland unmissverständlich klar, dass Real Madrid für ihn aktuell kein Thema sei, zumal er seinen Vertrag beim DFB gerade erst bis 2022 verlängert hat. Conte weiß offenbar noch immer nicht, wie es in der neuen Saison mit ihm weitergeht. Bekommt er eine weitere Chance beim FC Chelsea? Jesus verlässt zwar Sporting Lissabon, hat aber schon einen neuen Arbeitgeber, den Portugiesen zieht es zu Al-Hilal in Saudi-Arabien. Guti kennt Real zwar wie seine Westentasche, hat aber keinerlei internationale Erfahrung. Pochettino und Klopp würden teuer. Pochettino galt und gilt je nach Quelle immer noch als Wunschkandidat von Real-Präsident Florentino Perez. Das Problem, der Argentinier hat gerade erst vorzeitig bis 2023 bei Tottenham verlängert und würde eine selbst für Reals Verhältnisse unvernünftige Ablöse kosten. Und Klopp soll laut Marca auf einmal direkt hinter Pochettino auf Platz 2 der Wunschliste stehen, stellt die Königlichen aber vor ein ähnliches Dilemma, auch der Vertrag des Deutschen beim FC Liverpool läuft noch bis 2022. Im Vergleich zu Pochettino dürfte sein Wechselwunsch zudem noch weniger ausgeprägt sein. Und unlängst kündigte Klopp bereits an, nach seinem Engagement in Liverpool sicher ein Jahr Pause machen zu wollen. Lässt der FC Chelsea Conte ziehen. Zusammengefasst, außer im Fall Conte einen Abschied von Chelsea vorausgesetzt, scheinen die Spuren zu allen namhaften Kandidaten im Sande zu verlaufen. Selbst der Italiener würde Real jedoch aller Voraussicht nach eine ordentliche Ablöse kosten, laut englischen Medien pokert Chelsea mit Blick auf Contes Zukunft auch deshalb, weil die Londoner ihren einstigen Erfolgscoach nicht zum Nulltarif nach Madrid ziehen lassen wollen. Nicht nur aus finanzieller Sicht bleibt also die Frage, warum eigentlich nicht Guti? Guti als Trainer nach dem Modell Zidane. Dass eine interne Lösung funktionieren kann, bewies Zidane zuletzt eindrucksvoll. Von der zweiten Mannschaft der Königlichen wurde er im Januar 2016 zum Trainer der Profis befördert und brachte in 2,5 Spielzeiten 3 Champions League-Titel, eine Meisterschaft, 2 Club-Weltmeisterschaften, 2 europäische und einen spanischen Superpokal ins Bern. UR spielte bei Real Madrid unter anderem an der Seite von Beckham, Zidane und Robinho, VL Urheberrecht Getty Images. Die Madridistas könnten sich mit José María Gutiérrez Hernández, wie Guti mit vollständigem Namen heißt, sicherlich anfreunden. Ein weiterer Trainer mit Stallgeruch wird jetzt von der Marca ins Spiel gebracht. Die berichtet, dass sich die Königlichen mit Fernando Hierro beschäftigen würden. Der ehemalige Abwehrspieler lief von 1989 bis 2004 insgesamt 14 Jahre für Real auf. In der Saison 2014-15 war Hierro Co-Trainer unter Carlo Ancelotti und ist aktuell Sportdirektor des spanischen Fußballverbandes.
Morientes wirbt für Gutigs Teamkollege Fernando Morientes könnte sich allerdings den einstigen Mittelfeldspieler Guti gut auf der Trainerbank der Königlichen vorstellen. Warum nicht, fragte der Spanier am Rande des Legendenspiels zwischen Real und dem FC Arsenal. Der Trainerjob bei Real ist natürlich eine schwierige Aufgabe, aber Guti arbeitet jetzt schon 2-3 Jahre im Verein. Er hat nicht nur die Trainerlizenz, sondern auch eine Menge Erfahrung, am Ende sei es zwar egal, was er sage, und letztlich müsse Florentino Pérez die Entscheidung treffen, ergänzte Morientes, aber ich halte Guti für eine geeignete Lösung.